Max Simonischek und Matthew E. White gleich in der Aranschmidt-Show. Charlotte und Band, meine Damen und Herren, mein heutiger Gast ist einer unserer jungen Stars auf unseren Bühnen, in unseren Fernsehapparaten und auf unseren Kinoleinwänden. Übermorgen hat sie neue Kinofilmpremiere, unter anderem mit Martina Gedeck und Henry Hübchen als Partnern. Am Hang heißt der Film. Herzlich willkommen, Max Simonischek. Also bei euch jungen Leuten, wenn ihr einkaufen geht oder so, das ist nicht so ein Thema. Ist es das überhaupt, dass man mit der Freundin oder mit der Frau einkaufen geht für Klamotten? Nee, ehrlich gesagt nicht. Nee. Sondern ja. Es wird gleich geschickt. Du, überhaupt heutzutage nicht? Wird ja alles auf eBay ersteigert, so auch Klamotten. Ne? Nee, aber shoppen, gemeinsames Shoppen, das ist schon lange her. Ja, war ich lange nicht mehr mit der Freundin. Was, weil sich die Generation gewandelt hat, weil es gar kein Thema mehr ist? Oh. Ich glaube, weil wir lieber essen gehen vielleicht oder so. Ja, ja, ehrlich. Kocht ihr auch zu Hause? Ja, auch. Jetzt, seitdem wir in München wohnen und es so teuer ist in München, kochen wir viel zu Hause. Das höre ich von allen. Ich habe gehört, in München gibt es überhaupt keine Leute mehr, die kein Geld haben, so teuer ist es. Ja, genau. Mhm. Auf jeden Fall trifft man sie nicht auf der Straße. Du bist da an den renommierten Kammerspielen. Wohnst du weit weg vom Theater? Nein. München ist ja eh, hat nicht so viele Wege, nicht so weite Wege. Ja. Ich glaube, drei U-Bahn-Stationen sind es. Und du fährst auch mit der U-Bahn oder mit dem Fahrrad? Ich fahre mit einer Simson S51, die ich mir von meiner ersten Theatergage am Maxim Gorki Theater gekauft habe. Ein motorisiertes, ein 50er Moped ist das. Ja. Ah ja, aber nicht so ein E-Bike. Nee. Nein, ein altes Ding. Weißt du eigentlich, was sehr erstaunlich ist, dass ich deine Mutter auf der Bühne gesehen habe, als sie mit dir schwanger war? Ich weiß, liebe Grüße. Danke. Ja, das ist schon, bei Nina Hoss war es so und bei Katharina Wackernagel war es auch so. Das ist dann irgendwie erstaunlich, weil man sagt, hoppla, ja. Schon wieder 2 Jahre vergangen. Ja. Stimmt. Und nicht nur das, sondern auch mit meinem Vater zusammen in Kabal und Liebe. Oder genau, das war ein wahnsinniges Gastspiel damals vom Düsseldorfer Schauspielhaus. Ja. Und man musste wie bei einem Rockkonzert am Abend vorher mit dem Schlafsack andrücken, um Karten zu kriegen. Ach wirklich? Ja. Ja, ich höre immer so viel, ich würde das einfach gerne mal sehen auf Video. Ja? Ich glaube, dass es dann nicht mehr so irre ist, wie man es in Erinnerung verklärt. Es ist bestimmt eine gute Aufführung, aber es sind halt noch ein paar Jährchen ins Land gegangen. Ja, ja. Hat deine Mutter etwas erzählt über Harald, als sie zusammen Nein, gespielt Nein, ich war ein kleiner, bedeutungsloser Schüler. Sie haben nicht gespielt zusammen, sondern ich glaub, saß Harald unten hat zugeguckt. Und sagte, ach so. Ja, Kabale und Liebe von Schiller. Ja, ein berühmter deutscher Autor. Und die beiden haben sich am Schluss, Luise und Ferdinand, er vergiftet sie mit Limonade. Ja. Hat man da schon gesehen, dass sie schwanger ist? Nein, da war sie nicht schwanger. Nein, das war woanders. Das war nicht diese Aufführung. Ah, okay. Ja. Jetzt, wie ist es bei euch Schauspielern? Du bist du so einer zum Beispiel, du drehst und am Abend hast du eine Theatervorstellung, dass du mit dem letzten Flugzeug zur Vorstellung kommst und noch auf dem Weg in die Bühne praktisch dich umziehst? Ja. Oder musst du vorher 2 Stunden konzentriert sein? Nee, also man versucht schon immer die vorletzte Maschine zu erwischen, wenn es eng auf eng kommt. Und nein, ich muss aber auch nicht 2 Stunden vorher im Theater sein, zur Maskenzeit reicht das. Und, aber es geht, es ist nicht so... nicht das Klischee, wie man sich vorstellt, dass man hier, da, rüber, nee. Es ist immer so geplant, dass noch ordentlich Puffer drin ist. Und wenn doch mal was schief geht, ist es noch so, dass der Schauspieler die Vorstellung komplett bezahlen muss? Ja, also das ist der Albtraum eines jeden Schauspielers. Ist das wirklich so? Ja, ja, Flugverspätung und so. Also sowieso, wenn man die Stadt verlässt, muss man einen Urlaubschein ausfüllen. Genau. Also man muss um Erlaubnis fragen, die Stadt zu verlassen. Ja. Dann ist man, glaube ich, versicherungstechnisch abgesichert. Wenn es hart auf hart kommt, wenn man diesen Schein nicht ausfüllt und eine Vorstellung ausfallen muss und man selber es verschuldet hat, dann muss man zahlen wahrscheinlich. Ja? Also ich. Die ganze Vorstellung habe ich gehört. Ja, also die Techniker, die engagiert sind für den Abend, die Eintrittskarten, die verkauft wurden, das kann richtig teuer werden. Ja? Stimmt es, dass ich die Schauspielschule erst gar nicht nehmen wollte, weil du aus so einer Schauspielerfamilie kommst? Mhm. Also nicht die Ernst Busch in Berlin. Ja? Die berühmte Ernst Busch? Die berühmte Ernst Busch. Wobei sie mich dann 2 Wochen später angerufen haben und gesagt, das ist doch nicht so gemein, komm doch nochmal. Aber dann war es schon zu spät, dann wurde ich schon woanders angenommen. Und das sagen die einem direkt, wir nehmen keine Schauspielerkinder?
Das war da der Fall auf jeden Fall. Ja. Und wurde das begründet, warum man keine Schauspieler? Nee, das war der Grund. Schauspielerkind. Ja. Ja, das war auch meine erste Erfahrung dann mit den Dozenten an Schauspielschulen. Das war ganz hat mir Mut gemacht. Ja. Tatsächlich. Auf welcher Schule warst du dann? Dann bin ich nach Salzburg ans Mozarteum gegangen. Ja. Ja. Und habe dort 4 Jahre studiert und 2007 abgeschlossen. Und wo hast du dann angefangen? An welchem Jahr? Am Maxim Gorki Theater unter Armin Petras, der jetzt nach Stuttgart geht. Der jetzt in Stuttgart ist. Grüße, genau. Bitte. Ja, Theater, Grüße, Leute grüßen sich dauernd, oder? Mit, kennst du das auch? Grüße? Ja. Naja, vor allem kenne ich die Sendung mit Alexander Scheer. Grüße. die Sie gemacht haben. Ja, ja. Ja, man sitzt in der Kantine oder irgendwo und es fällt irgendein Name. Grüße. Genau. Ja. Gottschef. Ja, Grüße. Genau, ja, jetzt leider tot, aber trotzdem Grüße. Ja. Ja. Hast du mal mit ihm gearbeitet? Nein, leider nicht. Ich habe ihn noch kennengelernt, aber nicht in der Arbeit. Das muss aber ein Titan gewesen sein. Ja, würde ich auch sagen. Ja? Mhm. Gibt es Regisseure, vor denen du Angst hast? Nee, Angst nicht. Es gibt Regisseure, mit denen ich vielleicht nicht mehr arbeiten möchte. Genauso gibt es welche, mit denen ich gerne arbeiten würde. Ja. Aber Angst nicht. Nee, Angst ist... Nee. Und, aber dein Chef ist bei den Kammerspielen. Ja. Spricht der Show? Johann Simons spricht so. Ja. Das ist ein Holländer? Ja, Holländer. Und verrückter Typ, oder? Verrückter Typ. War Tänzer und Koch. Und, ja? Ein guter Typ. Und ich habe mal gehört von anderen Schauspielern, wenn es heiß ist, haben schon gesagt, Kinder, es ist so heiß, zieht die Ausbildung auf die Unterhose bei der Probe. Er? Ja. Ah, habe ich noch nicht gehört. Ja, ja, oh, super, ne? Ja. Aber könnte ich mir vorstellen. Ja. Ja. Und jetzt, der macht nächstes Jahr die Ruhrfestspiele in Recklinghausen und ist ja auf der, sozusagen ganz Europa mit seiner Truppe unterwegs. Wie ist das, wenn ihr im Ausland gastiert? Ich glaube, die Ruhrtriennale, oder? Entschuldige, die Ruhrtriennale, ja. Wie war die Frage jetzt? Wenn ihr im Ausland, zum Beispiel, wenn er Produktion macht in Belgien, welche Sprache ist das dann? Ich glaube, natürlich wird er auch Flämisch und Holländisch, wenn er in Amsterdam inszeniert, gesprochen. In Gent, wo er hingeht, 2015, wird, glaube ich, überwiegend in Englisch mit Untertiteln inszeniert werden. Weil die haben dort auch das System, dass sie turnieren. Ja, ja, ja. Turnieren. In Amsterdam und Brüssel und Gent. So, ja. Englisch. Hast du aber schon eine Theateraufführung mal gesehen mit also Obertiteln? Meistens läuft sie dann oben. Genau. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, ich habe mal mitgespielt in einer, war mir in Forbach, das wurde auf Französisch. Forbach? Elsass? An der Grenze, an der zu Saarbrücken. Ja, ich frage mich immer, ob das funktioniert. Ja, ja, es funktioniert. Ich habe das in Opern gesehen. Ja. Da ist es Usus. Ja, ja, da läuft oben der Titel. Ja. Auch bei deutschen Sängern, wenn sie Deutsch singen, damit man das, wird es wirklich häufiger gemacht, damit man es überhaupt versteht. Ja, genau, stimmt. Und es hilft. Ja. Was ist das für eine Rolle, die du in dem Film Am Hang spielst? Das ist ein junger Anwalt, der sich vor allem mit Scheidungsrecht befasst. Und es ist eine Romanverfilmung, Am Hang heißt der Roman, von Markus Welter. Ganz spannend, in dem Film geht es darum, dass ein älterer Herr und ein jüngerer sich treffen und sich austauschen über Liebe, Treue, Ehe. Und dort treffen zwei unterschiedliche Lebensmodelle aufeinander, die sich mit Argumenten bekämpfen. Und das ist ganz spannend, ja. Und diese beiden Herren stellen mit der Zeit im Laufe des Gesprächs fest, dass sie die gleiche Frau hatten. Der Jüngere als Affäre, ja, und der Ältere als glückliche Ehefrau. Hm. Und die Frau ist Martina Gedeck? Ja. Und der Ältere ist Henry Hübchen? Ja. Kommen deine Eltern eigentlich zu Premieren? Ja, soweit sie können. Also sie spielen ja noch selber beide. Ja, und, aber immer wieder, ja. Immer wieder. Hm. Und wie ist das dann für dich? Ist man da nervös noch, oder? Oh, nicht mehr als sonst. Nee, eigentlich gar nicht. Ja. Man ist eigentlich glücklich und dankbar, dass man jemanden hat, den man vertraut und sich auch noch auskennt mit dem ganzen Zeug. Toll. Ganz liebe Grüße an deine Eltern, bitte. Gerne. Charlotte Schwab und Peter Simonischek.